Hallo und herzlich willkommen zum Wochenorakel für die Woche vom 4. bis zum 10. Dezember. Ja, der letzte Monat ist tatsächlich angebrochen und wir schauen, was ist denn jetzt in dieser Woche für dich dran? Was ist für dich wichtig? Du siehst hier hinten schon, ich habe die Karten ausgewählt. Es wird heute wieder zwei Stapel zur Auswahl geben und ich schaue, welches Thema darf in der nächsten Woche für dich gehen? Wo liegt die Ursache und was unterstützt dich dabei? Wenn du es noch nicht gesehen hast, ich habe inzwischen auch ein Jahresorakel auf meinem Kanal hochgeladen. Schau gerne mal rein. Sind zwei Hammerbotschaften. Also wirklich ganz, ganz toll. Mega Energien. Und ja, du kannst auch gerne ein eigenes Jahresorakel von mir bekommen. Alles Weitere findest du wie immer in der Infobox. So, und dann fangen wir an. Und zwar schauen wir jetzt zuerst mit den Themen. Ich darf hier bei linken Stapel zwei Themenkarten oder ich soll zwei Themenkarten ziehen. Und beim rechten Stapel ist es eine. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass der Stapel dann weniger wert ist. Oder die Aussage deswegen geringer ist. Das ist einfach das, was mir von oben gegeben wird. Und daran halte ich mich. So, dann schauen wir nach den Ursachen. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gut in den Dezember gestartet bist. Und ja, dass du dich auch auf Weihnachten freust, einfach auf den Abschluss des Jahres. Ist ja doch immer was Besonderes, egal ob man das jetzt groß feiert oder nicht. Aber es ist eben etwas geht zu Ende und etwas Neues startet und neue Chancen liegen vor einem. Und ja, ich kann dir nur sagen, das nächste Jahr wird mega, mega. Also die Energien, die da gefallen sind, sind wirklich der Hammer. Da können wir uns echt freuen. Also ja, solltest du reinschauen, wenn du es noch nicht getan hast. Jetzt aber genug der Werbung. So. Du darfst dich entscheiden, während hier die kleine Kerze ihren Geist aufgibt, aber wir haben ja noch vier auf der rechten Seite stehen. Links oder rechts, ganz in Ruhe entscheiden. Du kannst gerne das Video stoppen und dann fangen wir an, wie immer, mit der linken Seite. Und als erstes Thema zeigt sich hier die Liebe. Das heißt, in der nächsten Woche geht es hier bei dir darum, dass du etwas in der Liebe heilen darfst. Und da schauen wir gleich mal auf das zweite Thema, was uns das vielleicht als Hinweis bringt. Und hier geht es um Gefühlskälte. Das ist natürlich eine spannende Kombination, denn Liebe und Gefühlskälte, ja, das ist etwas, was nicht so wirklich gut zusammengeht. Denn Liebe besteht ja nun mal daraus, dass man sich dem anderen öffnen kann, dass man seine Gefühle zeigen kann. Und hier kann es sein, dass entweder du selber jemand bist, der, ich möchte nicht sagen, gefühlskalt ist, denn ich glaube, jeder Mensch hat Gefühle, auch positive Gefühle, aber viele Menschen können es einfach nicht so wirklich ausdrücken. Und vielleicht gehörst du dazu, dass du dich schwer tust, einfach auch den Menschen, die du liebst, mal zu sagen, dass du sie lieb hast. Ja, weil das ist ja etwas, was auch wichtig ist. Wir müssen das hin und wieder auch einfach mal hören, weil es gut tut, zu hören, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Wichtig ist dabei immer, es nicht einzufordern, denn dann, ja, wird es schnell krampfhaft. Aber es ist völlig okay, das gerne mal hören zu wollen und hin und wieder eben auch mal selber zu sagen. Also entweder bist du hier jemand, der selber damit zu kämpfen hat, der sich da schwer tut. Dann schauen wir gleich in die Ursache und wie du das Ganze lösen kannst. Denn das ist hier einfach in der kommenden Woche ja dein Thema, ein bisschen deine Aufgabe und du wirst sicherlich auch damit konfrontiert werden. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der dir sagt, oh Mann, kannst du mir nicht einfach auch mal zeigen oder sagen, dass du mich magst? Ja? Und dann, ja, denk hier vielleicht einfach mal an das Video und sag, ja, okay, du hast recht, ich tue mich damit schwer. Und da wir ja hier die Liebe haben, geht es eben speziell darum, auch in Liebesbeziehungen. Ja, wenn du in einer Partnerschaft bist, dann sag doch deinem Partner einfach mal, dass du ihn oder sie liebst. Das ist hier wirklich wichtig. Und genauso kann es natürlich aber auch sein, dass du in einer Beziehung steckst, wo der andere gefühlskalt ist. Oder dass du das früher erlebt hast und dass das jetzt in der kommenden Woche hochkommt, dass du damit nochmal konfrontiert wirst, sozusagen dich daran erinnerst und einfach, ja, da darf etwas in die Heilung gehen, was mit dieser Situation zu tun hat. Und wir schauen jetzt mal auf die Ursache, was dazu geführt hat, dass du dieses Thema in deinem Leben angezogen hast. Egal ob jetzt bei dir selber oder bei jemand anderem, den du in deinem Leben hast. Und hier geht es um die Ahnenreihe.
Das ist natürlich immer sehr, sehr spannend, denn hier heißt es ganz klar, dass es jemanden gibt aus deinen Ahnen. Und ich bekomme hier ganz klar, dass es die weibliche Ahnenlinie ist und dass es nicht deine Mutter ist, auch nicht deine Großmutter, sondern dass es weiter zurückgeht. Da gab es etwas, was passiert ist. Es hat mit Gewalt zu tun, es hat mit Übergriffen zu tun, körperlichen Übergriffen. Und da ist etwas geschehen, was bei dieser Person aus deiner Ahnenreihe eine Gefühlskälte ausgelöst hat. Diese Person hat sich danach der Liebe nicht mehr öffnen können, war so verletzt in vielerlei Hinsicht, dass da nichts mehr möglich war, da konnte nichts mehr fließen. Und das hat sich ein bisschen bei euch fortgesetzt und du bekommst das jetzt gerade ab. Oder man könnte auch sagen, du bist die Person, die das jetzt heilen darf. Das passiert tatsächlich häufig, dass es einen gibt in späteren Leben, der eben diese Familiendinge heilen darf. Und da ist es jetzt bei dir daran, da mal hinzuschauen. Und du wirst auch in deinem Leben mit dem Thema Gefühlskälte konfrontiert, um das für deine gesamte Ahnenreihe zu lösen, aber auch für dich. Wie gesagt, ob du es selber bist oder ob es jemand anders ist, bei dem du das mitgekriegt hast, vielleicht auch deine Eltern oder wie auch immer. Aber die Ursache, die liegt in der Ahnenreihe und die liegt weiter zurück. Und da darfst du hinschauen, da darfst du vielleicht auch nachfragen, vielleicht kannst du noch nachfragen, ob da etwas bekannt ist oder ja, inwieweit du da rankommen kannst. Und dann kannst du dieses Thema für dich und für euch alle auflösen und die Liebe dann wieder fließen lassen. So, und unterstützen tun dich dabei Orakelkarten. Ja, das ist ja spannend. Also vielleicht hast du selber Karten. Vielleicht ist das hier auch ein Hinweis, dass du dich damit beschäftigen möchtest, beschäftigen solltest. Auf jeden Fall wirst du hier durch Orakelkarten Hinweise, Unterstützung, Hilfestellung bekommen. Spannende und schöne Botschaft, wie ich finde. Und damit gehen wir zum zweiten Stapel. Worum geht es bei dir in der kommenden Woche? Um die Sexualität. Hier ist etwas, was du heilen darfst, was du vielleicht wieder mehr ausleben darfst. Hier gibt es ein Thema mit dem Thema der Sexualität. Das heißt, es ist für dich in einer gewissen Weise belastend. Vielleicht ist es etwas, was du schon lange vermisst, was du schon lange nicht mehr gelebt hast. Vielleicht ist es auch etwas, was bei dir behaftet ist. Vielleicht hast du mal irgendwann etwas erlebt, was dich ja diesem Thema sehr negativ gegenüberstehen lässt. Es gibt definitiv hier etwas zu heilen und es gibt hier etwas, ja, was dich dieses Thema nicht auf deine gesunde Art und Weise leben lässt. Und wir schauen jetzt gleich mal hier nach der Ursachenkarte und hier kommt der Vater. Das heißt, dein Umgang mit deiner Sexualität hat mit deinem Vaterbild zu tun. Das muss jetzt bitte nicht falsch verstanden sein, dass es hier, weil ich sagte, dass es vielleicht auch mit Gewalt oder so zu tun hat. Es geht jetzt hier nicht darum, dass dein Vater dir irgendetwas angetan hat. Ja, es geht hier aber darum, dass das verquickt ist mit deinem Vaterbild. Und das muss jetzt auch nicht sein, weil das ist gerade, wenn du eine Frau bist, ja vielleicht ein bisschen komisch, sich vorzustellen, das hat irgendwie mit meinem Vater zu tun. Also ich habe dieses Thema tatsächlich auch für mich lösen dürfen, da auch ich da Verquickungen hatte, was im Übrigen ganz normal ist, denn wir lernen natürlich auch ein Stück weit das Vorbild oder wie wir damit umgehen von unseren Eltern. Das ist eben einfach so. Und ja, Männer und in dem Fall eben Väter nehmen natürlich Sexualität anders wahr als Frauen. Also jetzt gerade, wenn du eben eine Frau bist, also eine Tochter, dann wirst du das auf eine andere Art und Weise von deinem Vater wahrgenommen haben. Und es kann sein, dass ihr vielleicht nie darüber gesprochen habt, aber diese Energien fließen. Und da ist etwas, was dich in der Ausübung deiner eigenen körperlichen Liebe beeinflusst, was dich hemmt, was dich blockiert. Und das hat mit deinem Vater zu tun, mit dem, wie dein Vater das gelebt hat, sei es mit deiner Mutter oder auch in früheren Beziehungen. Vielleicht hatte er da auch irgendwelche Blockaden, irgendwelche Themen. Auf jeden Fall darfst du da reinschauen, wie du dieses Thema lösen darfst und einfach mal in dich gehen und mal fragen, was hat das denn mit meinem Vater zu tun? Denn diese Fragen kannst du stellen und dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach eben auch Antworten bekommen. Kann manchmal etwas dauern, aber das ist das Thema, was sich für dich hier in der Woche zeigt. Und
Die Unterstützung bekommst du durch Farben. Das ist spannend. Es gibt ja Farbtherapie und hier ist es für dich einfach so, dass du dich mit Farben umgeben darfst. Du kannst ja mal ein bisschen schauen, welche Farben da jetzt für dein Thema passend sind. Also natürlich Rot ist die Farbe, die hier für dieses Thema steht und die hier ja einfach wichtig ist. Mir kommt aber gerade auch Violett, denn Violett ist auch die Farbe der Heilung, der Transformation. Weiß kann dir noch helfen und Silber und Gold. Das sind die Farben, die ich gerade bekomme. Aber du kannst natürlich auch jegliche andere Farben nehmen, die dir einfallen. Zum Beispiel ist Grün eine Farbe, die sehr heilend ist. Also wenn man einfach etwas heilen möchte, in die Natur gehen, in Grün schauen oder sich Grün anschauen, am allerbesten tatsächlich in der Natur. Gut, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ja alles kahl ist. Aber es gibt ja immer noch Grün zu sehen. Und das wird dir helfen, einfach, wenn du die Frage stellst, was darf ich da denn heilen oder was hat das mit meinem Vater zu tun, werden dir die Farben helfen, diese Botschaften besser zu verstehen, zu verarbeiten und auch letztendlich zu empfangen. Also lass dich da einfach mal leiten, lass die Farben da sprechen und schau mal, was das mit dir zu tun hat und was das sozusagen mit dir macht. Das waren die Wochenbotschaften. Ich hoffe, du bist mit deiner Botschaft sozusagen einverstanden und freust dich darüber. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du magst, was du davon hältst. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich natürlich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.